Ich komme ins Fernsehen. Wieder mal. Ist ja nicht das erste Mal. Wir hatten ja schon mal Biggest Loser gehabt und auch im Rahmen meiner wunderbaren Autorenkarriere bin ich des Öfteren mal im Fernsehen gelandet. Jetzt ist es wieder soweit und der Hessische Rundfunk hat mich eingeladen zu einer kleinen Zeitreise. Die wird in 6 Wochen stattfinden. Jetzt ist daraus irgendwie eine Challenge geworden, die vielleicht auch euch interessieren könnte. Denn ich habe meinen guten Freund Erwin gefragt, ob der da mitkommen möchte. Denn das, was wir da filmen oder was da gefilmt wird, das ist ein Event, der vor 30 Jahren stattgefunden hat. Das erste offizielle Live-Rollenspiel hier in Deutschland. Da war ich zufällig dabei gewesen und Erwin auch. Und jetzt wollen sie quasi eine kleine Zeitreise machen und haben uns dazu eingeladen. Besser gesagt mich. Erwin nehme ich einfach mit. Dem habe ich das erzählt und er hat gesagt, ja, okay, ich komme mit. Ich unterstütze dich dabei. Aber ich habe einen Preis dafür. Er hat gemeint, bis dahin musst du unter 100 Kilo wiegen. Und jetzt wird es interessant für euch. Ja, er hat mir eine Challenge gegeben. Ich muss bis zu diesem Fernsehauftritt unter 100 Kilo wiegen. Im Moment wiege ich 109. Das hält sich schon eine ganze Weile eigentlich so. Also ist okay, kann ich mit leben, aber es geht natürlich auch nicht voran. Jetzt hat er gesagt, hier, du hast 6 Wochen Zeit, 9 Kilo abzuspecken. Das sind in einer Woche 1,5 Kilo. Ich habe gesagt, okay, Deal. Also mache ich das jetzt. Und euch wollte ich ganz kurz Bescheid sagen, dass ich da wieder was steigen lassen werde. Ist nicht nötig, ist jetzt keine Sache, die mich unter Druck oder Zwang setzen sollte. Ist ein Spaß. Ja, gut, ich will eigentlich schon, dass er dabei ist. Also werde ich jetzt die nächsten Wochen gucken, dass ich jede Woche 1,5 Kilo abnehme. Und ich denke halt mal, da ist es auch wieder mal interessant für euch, ein bisschen zuzugucken. Und wenn ich auch nicht viel Zeit habe, zumindest mal so ein Quatschvideo wie das hier zu machen, wo ich einfach mal kurz erzähle, was gerade so passiert. Ja, mit ein paar Einspielern wäre das schöner, aber das bedarf wieder mehr an Zeiten, die habe ich eigentlich nicht. Ich zeige schon mal was. Das hier ist das originale Schwert, das ich vor 30 Jahren auf diesem Live-Rollenspiel gekauft habe. Damals nannte ich mich, Achtung, Tikwa der Felspirat. Und das hier war mein Steinschwert. Das sah damals natürlich viel besser aus. Das Ding ist ziemlich ramponiert und kaputt. Aber man hat mir gesagt, ich soll irgendwas mitbringen, was ich damals auch schon dabei hatte. Und dieses Teil habe ich noch. Das war natürlich gelatext, damals nicht hier so getaped. Es hatte hier einen schönen Fellgriff gehabt. Und ich will mal zusehen, dass ich nicht nur mich noch ein bisschen mehr in Schuss bekomme, sondern auch dieses wunderbare Schwert ein bisschen restauriere, um es dann da zu präsentieren. 6 Wochen Zeit für alles. Heute ist der erste Tag, es ist Mittwoch, ich habe mich gewogen, ich wiege exakt 109 Kilo. Ich habe mir schon Pläne gemacht, wie ich jetzt die nächsten Wochen, jede Woche 1,5 Kilo wegkriegen kann. Eigentlich ist das eine coole Sache. Ich habe da voll Bock drauf. Was das alles wird, werden wir sehen. Ich werde jetzt keine großen Ankündigungen machen, weil ihr wisst selber, sowas ist sehr trügerisch und das ist auch schon so oft in die Hose gegangen. Aber wenn irgendwas läuft, dann sage ich euch hier Bescheid. Okay? Seid ihr dabei? Ja? Dann liked meine neue Aktion und schreibt in die Comments, was ihr davon haltet. Bleibt dabei und wir sehen uns bald wieder in meiner neuen Challenge. Unter 100. Bis Ende Mai. Oder Mitte Mai, je nachdem. Ich glaube, ich muss da noch einen besseren Namen finden. Okay. Ich bin für heute raus. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, Tikwa aus.